Und willkommen zu einem Video auf dem Kanal. Und zwar haben wir was Neues rausgefunden, spezifisch, wie ihr auch schon gelesen habt, zu ETS 2.0 Update der Version 1.32 oder auch 1.32 genannt. Haben wir sehr viele neue Sachen rausgefunden, die euch bestimmt interessieren werden. Und zwar haben wir herausgefunden, dass jetzt SCS Software auch gesagt hat, dass sie jetzt seit neuestem auch eigene Trailer machen. Also jetzt nicht eigene Trailer, sondern sie sagten dazu, dass sie für die Firmen, die es im ETS gibt, eigene Anhänger machen werden. Ja, wir haben 23:19 und ich bin noch nicht ganz fit. Auf jeden Fall sollten neue Anhänger kommen. Wie schon ein YouTuber berichtet hat, namens Chris Maximus, sollten in der 1.32 Session überarbeitet werden. Neue LKWs, Trailer, Karten-DLCs und eine Trailer und Tuning für Trailer verfügbar sein. Wenn ihr euch denkt, wie bekomme ich das, wie bekomme ich die Beta und sonstiges? Ganz einfach, ihr öffnet Steam, das ist bei euch dann so ausschaut, das ist einfach Bibliothek und dann einfach auf Spiele. Bei mir sieht es jetzt sortiert aus, aber ich würde vielleicht nicht sortiert sein. Dann geht ihr auf Eurotrack Simulator 2, Rechtsklick, Eigenschaften, dann bekommt ihr dieses schöne Fenster hier, dann klickt ihr auf Betas. Bei den meisten steht keine, aber ich gehe auf Public Beta und danach steht die Version dort, also welche Version, 1.31, 1.32 und so weiter. Dann klickt ihr mal drauf und klickt auf Schließen, dann klickt ihr auf Download aktiv und ihr bekommt das dann hier rein in die aktuelle Beta. Werdet ihr dann in das Sonderfenster reinbekommen, sobald die verfügbar ist. Falls ihr einen PC 24 Stunden anhabt, auf eurem Computer, ist das Ganze ganz gut, denn dann macht das Ganze automatisch und ihr denkt euch, da brauche ich nichts mehr machen, macht alles automatisch von Updates oder sonstiges, macht ihr halt mit die aktuellen Betas durch, weil es wird erst die Beta sein und wird ja auch noch nichts Neues kommen, beziehungsweise spezifisch neue normale Versionen. Wir schauen jetzt das mal kurz die Bilder an von Chris Maximus, der sie auch irgendwo hat, ich weiß nicht, wo die sie hat, aber da schauen wir uns mal kurz die Bilder an, wo wir was rausbekommen werden. Ich werde nur darauf ein bisschen was erzählen. Das Video selber ist stumm, daraufhin werde ich aber was erzählen. Also von dem her gesehen ist das Ganze eigentlich egal. Wir suchen jetzt erstmal kurz die Bilder, dass ich die Bilder sagen kann. Die Bilder selber finde ich hier nirgends. Die sind nicht dabei. Oder müssten die in STS Software sein? Schauen wir mal kurz nach. Denn dann brauchen wir das Video auch nicht. Also liegt daran, wie über was. Und so. Schauen wir mal kurz nach, ob die Bilder im STS Blog stehen. Und das sind hier auch die Bilder. Da sind hier auch die wunderschönen Bilder. Die werde ich jetzt hier mal nacheinander ein bisschen öffnen. Genau. Die werde ich jetzt alle mal selber öffnen. Wenn die Bilder mal laden würden. Aber wir können auch erstmal ganz einfach anfangen. Und zwar werden die Trailer so ausschauen. Also es gibt verschiedene Trailerarten. Die schauen vielleicht so aus. Ich zoome mal näher ran, das ist zwar ein bisschen unscharf, aber es müsste schon funktionieren. Funktionierbar sein. Und das sieht das Ganze dann so aus, dass man hier jetzt welche Trailer hat und mit denen auch rumfahren kann. Also man schließt sie quasi nur den Trailer hier an, den ersten, und hat direkt dieselbe Funktion mit dem zweiten Trailer. Soll verfügbar sein, ob es so ist oder nicht, das ist noch fraglich. Im ATS wird genauso das gleiche geben. Mit dem gleichen Zeug. Und aber das Tuning, das sieht dann mal wieder besser aus, meiner Seite her. Sieht das Tuning dann auch so aus? Ich mache mir hier kurz Vollbild rein. So, das Tuning hier sieht sehr gruselig aus. Sehr, sehr gruselig. Okay. Ja, das Tuning selber sieht ganz einfach aus, und zwar kann man hier einstellen irgendwie die Bauteile irgendwie, wenn ich das richtig verstehe. Hier irgendwelche Bauteile oder sowas.
Ich bin mir gerade nicht genau sicher. Dann kannst du hier in der Mitte Ding einstellen, was du haben möchtest, Side Door, also Seitentüren, Moving Floor, ich glaube, das sind so für Bretter oder sowas. Side Door, also andere Seite, gar nichts, nur hinten. Gefriergut oder normal. Das kann man dann da einstellen. Bei den Rädern kann man dann einstellen, welche Räder, also Liftachsen oder sonstiges. Mal gucken, ob das neue Bild dann auch noch kommt. Da gibt es irgendwo noch ein neues Bild. Wenn ich richtig bin, irgendwo. Müsste es noch ein neues Bild geben. Schauen wir mal kurz nach, wie wir das finden. Nee, okay. Und doch, irgendwo war das Bild. Ich finde es aber gerade nicht mehr. Tut mir leid. Doch, ich habe es gefunden. Genau. Wenn wir das dann fertig haben, gehen wir einen Schritt weiter, nämlich dann erstmal zur Farbe. Die Farbe selber wird. Ja gut. Die Farbe selber wird erstmal ganz normal aussehen. Die. Ja, mal kurz die Farbe aus. Die Farbe selber wird dann so ausschauen, dass wir dann ganz normal wie im LKW die Lackierungen auch haben. Also ich euch empfehlen, wenn ihr in der Firma aufmacht, dass ihr dann die solche Lackierungen nimmt, dann passt es auch gut zusammen. Ihr könnt auch einfach sagen im Multiplayer, ja, ich hätte jetzt, wenn das im Multiplayer verfügbar wird, was auch sein wird, sagt ihr einfach, ja, gut, mir passt die Lackierung nicht. Wir ändern jetzt die Original-Firmenlackierung. Das heißt, jeder, aber auch jeder Fahrer, der das Geld dazu hat für einen eigenen Trailer und einen eigenen LKW, was die meist wahrscheinlich haben oder cheaten sich, müssten dann, wenn ihr Spedition seid, müssten dann sagen, wir nehmen jetzt zum Beispiel hier dieses Borders mit den Sternen und den LKW mit den Sternen, dass das zusammenpasst. Das ist unser Firmenskin. Den müssen alle Fahrer haben. Das ist dann wieder eins, wo man sagen kann, gut, dann erkennt man, der Trailer gehört auch zu dem Typ. Und was dann auch sein wird, das ist das dann im Singleplayer oder im Multiplayer, ist das ja selber eigentlich, die KI, also eure Fahrer, könnt ihr auch so einen Anhänger zuweisen. Das wird dann ganz normal wie im LKW-Manager sein. Ich habe jetzt hier kein Beispielbild dazu, tut mir leid. Könnt ihr ganz einfach sagen, ja, der Fahrer mit dem Anhänger, oder einfach, ihr sagt einfach, nee, nichts gibt es, das sind alles meine Anhänger. Wenn ich Gefahrgut fahre, dann fahre ich das. Fahre ich Diesel, fahre ich das, mache ich das, mache ich das. Und um das noch ein bisschen mehr zu demonstrieren, sind wir jetzt, hatten wir den Punkt schon. Den Punkt, jetzt machen wir noch den letzten Punkt hier. Das ist dann schon wieder Oberstufe. Ja, das ist wieder Oberstufe. Und da können wir das einstellen. Zum Beispiel hier unten jetzt. Wie heißt das? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie das heißt. Auf jeden Fall kannst du dann sagen, ja, ich hätte gern solche Schutzdinger. Macht man hier dran. Dann klickt der einfach da drauf, zack. Und kann dann sagen, gut, ich mache das mal dran. Zack, klickt der da drauf. Also Schutzfinger. Okay. Schmutzfinger. Schmutzfinger. Finger. Finger nicht. Fänger. Dann können wir noch das Kennzeichen ändern. Wir können dann hier zum Beispiel sagen, ja, wir hätten gerne noch andere Reifen drauf oder sowas. Können wir dann auch natürlich ändern. Hier einmal mit den Reifen zack draufklicken und dann direkt hier auswählen. Klar. Die können die Fall sein. Dann können wir zum Beispiel sagen, ja, da unten machen wir jetzt vom Zeitgürtel hin. Klick einmal drauf und das Zeitgürtel ist ran. Also von dem her gesehen soll das eigentlich kein großer Unterschied werden. Zum Gegensatz jetzt zu den LKWs. Und ja, es soll solche geben und es soll auch normale geben, also nur einzelne normalerweise auch oder nur kleine oder sowas. Es bleibt alles euch überlassen, wenn die Beta draußen ist. Die Anhänger sind übrigens da oben zum Auswählen oder ich glaube, das müssten die hier gewesen sein und die einzelnen hier. Bild kommt raus. Ja. Genau. Also hier könnt ihr dann auswählen die Türen, okay, die Türen. Nein. Nee, da könnt ihr, glaube ich, auch alles auswählen, ob die zusammen sind oder nicht. Oder hier, das ich bin mir gar nicht sicher, tut mir leid dafür. Auf jeden Fall soll das dann auch so verfügbar sein mit diesen Sachen. Das müsste sogar Sunshine sein, wenn ich mich nicht täusche. Das soll die Lackierung hier sein, Sunrise. Aber ich muss sagen, dass diese Beta würde mich sehr gut interessieren. Ein Kumpel von mir hat gesagt, so ja, wenn das draußen ist, diese Beta oder dieses Update. Dann muss man alles selber machen, beziehungsweise eigentlich kann man nicht mehr aussteigen. Und also man wird, laut meinem Kumpel, ich weiß es nicht genau, ich kann auch nichts raus, keine neuen Informationen, du wirst, wenn du dahin stellst, in Gabelstapler teleportiert.
Also wirklich wie ein LKW rein. Und dann kannst du sagen, ja, ich bleibe das jetzt. Wenn du fertig bist, wirst du wieder in den LKW rein teleportiert. Das müsste SCS dafür noch ein bisschen beheben, dass die sagen, gut, das ist ein LKW-Simulator, also ein LKW-Simulator, kein LKW-Fahrer-Simulator. Wenn das LKW-Fahrer-Simulator wäre, das heißt A, B, B, C, D und so weiter. Und wenn es jetzt ein LKW-Simulator ist, also Euro Truck Simulator, würde ich dazu sagen, dass man es einfach ganz einfach so macht. Da ist der LKW zum Beispiel hinten dran. Zack, aussteigen, hinlaufen, Lieferscheine unterschreiben lassen. Also mit der Maus quasi, mit dem Buchstaben, geht ja auch mit, ups, Tastatur. Und dann sagen, gut, du kannst die Lieferung da und da abholen, musst da und da da sein. Mit Wartezeiten. Das müssen die echt noch realistischer machen, dass die sagen, ja, mit Wartezeiten vor der Spedition und dann kannst du da aussteigen, einen Kaffee trinken oder zu essen holen. Das fehlt noch alles, dass du selber noch danken musst. Das müsste SCS auf jeden Fall erwähnen. Ich will nicht zu viel herausrufen, denn ETS passt mir nicht so, wie es ist. Das Update wird hier mir sehr gut gefallen. Passt auch sehr gut dazu, aber so viel davon auch nicht erwarten, weil laut ein paar Kollegen oder ein paar Kontakten soll auch noch ETS 3 demnächst irgendwann rauskommen. Oder sollte diese auf der Gamescom sein oder soll noch sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall danke euch fürs Zusehen für die neue Beta, die wo rauskommt, die Public Beta. Und wie gesagt, ich zeige euch nochmal kurz, wie man das öffnet. Und zwar habt ihr Steam offen. Restlich auf ETS oder ATS, ist egal. Eigenschaften, Betas und einmal direkt, wenn ihr hier seid, klickt ihr auf Public Beta. Zack. Boah, ich will vielleicht 1.31 stehen oder 1.32. Dann kommt ihr erfolgreich in die Public Beta eingeschrieben. Dann bekommt ihr die Beta und dann könnt ihr weitermachen. Also es ist eigentlich nicht mehr so schwer. Also wer Spaß dran hat und sowas, dem kann ich es gerne empfehlen, sowas zu spielen in der Beta. Wer sagt, du, das ist mir jetzt zu unsicher, ich warte lieber noch ein bisschen, der bleibt einfach auf dem normalen Programm, also austreten ganz einfach. Und dann kommt das Update schon von selber. Wer sagen möchte, cool, ich warte trotzdem noch ein bisschen, der kann das gleiche machen, der wartet einfach. Und der, wo sagen kann, du, ich bin eh im Urlaub, interessiert mich nicht, mein PC steht zu Hause rum, das juckt mich nicht, der ist an. Der kann dann das auch machen. Er verbindet mit Teamweaver, wenn man das Ganze hat. Verbindet den Link mit Teamweaver. Muss halt jemand zu Hause sein, der das Zeug rübergibt. Oder, ja, gibt noch andere Mittel. Wie? Frag mich nicht. Und dann sagt ihr einfach, gut, ich mach das schnell, zack, 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 zack. Und dann ist das Ganze fertig. Ja.